Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, letzte Video ist schon ein paar Tage her. Erstmal schöne Vor-Ostern nachträglich. Ich hatte viel zu tun und auch recht wenig Lust, irgendwie ein Video zu machen. Hat man halt manchmal. Und äh, ja, hab halt viel am Meer geangelt oder an der Festung rumgegammelt, für ein paar Aale zu kriegen. War aber auch eher recht mau. Ja dann geht man am 34er und genau sowas suche ich hier Steinbutz ja also ich bin auf dem Steinbutt aus und äh, fing er schleppend an hier wir sind am 34er und gucken mal rein jetzt 35 Minuten hier sehen wir schon den atlantischen Hering, die Trophäe. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit äh, <laughs> einem Trophäenhering. <laughs> Almut dann auch gut. Und jetzt kommen nachts die Butts, weil auf den schwarzen Maggot soll der Butt laufen. Wurden auch Trophäen gefangen. Deswegen ja, probiere ich das damit aus. Doggerschaben, Schollen, kleinere Dornhaie. Ja, und eben der atlantische Hering. Sehr schön auf jeden Fall freue ich mich sehr darüber. Ähm, ja, ich bin mit dem Tannenbaum unterwegs, also mit äh, vier Magots. Wobei man sagen muss, dass ich habe jetzt schon alle Perlen durchprobiert am Baum und am besten performt doch einfach nur der schwarze Magot oben am Jigkopf bis jetzt. Also für alle, die den Baum noch nicht können, egal. Der oder die Trophäe, die ich gesehen hatte, wurde auch einfach nur ohne Tannenbaum gefangen auf dem äh, schwarzen Maggot. Weil ich habe das so ein bisschen beobachtet. Die Prozentzahlen am Baum und am meisten Prozente gehen eben weg bei dem ohne Perlen. Das könnte auch ein Steinbutt sein. Die sind ja schon sehr, sehr träge. Wie so ein Sack Zement. Lassen sie sich leider nur einziehen. Jetzt gucken wir mal, was das ist. Dann gucken wir mal eben Setup rein. Und dann angeln wir das Bootstick noch zu Ende. Und dann sehen wir uns dann bei der Abrechnung. Man muss das Ganze auch nicht immer künstlich in die Länge ziehen. Ich hatte gerade schon mal das Boot hochgeholt. Der Hering bringt 180 Silber. Ist okay für so ein kleines Vieh. Aber es geht ja eher um den symbolischen Wert. Es war meine Trophäe Nummer 80, also die 80 verschiedenste Trophäe. Und ihr seht, die Steinbutts laufen auf den Maggot. Jetzt aber gar nicht mehr. 17,5% ist stehen geblieben. Jetzt muss ich mal eben gucken. Der hatte 9,9. Ich glaube, gerade ist grün. Da war ich bei 10. Grün geht, glaube ich, jetzt triggert auf jeden Fall die Butz anscheinend, aber auch nur dieser Maggot. Und das ist irgendwie gar nichts. Da bewegt sich gar nichts. Egal welche Perlen. Tja. Sei es drum. Ich habe zweimal einen Dreierhaken. Einmal hier einen Vierer. Und hier habe ich auch einen Vierer. Ja, das war's. Fertig aus. Ja, vielleicht kriegen wir ja noch was Schönes. Dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal. Ansonsten sehen wir uns bei der Endabrechnung. Wie gewohnt am Fischmarkt wieder. So, ein Stündchen ist rum. Morgens sind noch ein paar gute Butts reingekommen. Wir gucken jetzt mal rein in den Kescher. Gerade noch Schellfische. Gucken wir mal. Ja, genau eine Stunde. Wie gesagt, hat schwach angefangen. Ja, da kam ein paar gute almutter Da war ich schon zufrieden. Und der Hering müsste meiner Meinung nach einfach auf dem nackten, schwarzen äh, Maggot gegangen sein am Jigkopf. Wenn ich die Prozente richtig im Auge gehabt habe. Und morgens kamen dann halt Schollen und noch gute Steinbutts rein. Und gerade noch Schellfische. Ja, sehr schön. 850. Und selbst wenn wir die Trophäe nicht gefangen hätten, wäre wieder alles im Normalbereich. 666 Euro, wollte ich schon sagen. Silber. Und das ist ein völlig normaler Wert. Ja, da hatte ich eben weiße Perlen dran gemacht, da kam dann Kabeljau und so ein Kram, da habe ich schon gedacht, nee, dann habe ich die einfach mal abgemacht und nur mit grün hat gut performt gegen Ende. Aber auch Leute ohne Tannenbaum, macht wirklich nur den schwarzen dran, geht gut ab auf jeden Fall. Ja, wir sehen uns im nächsten Video, danke fürs Einschalten, ich warte sehnsüchtig auf das Rotpot und den, ja, dem Update mit den Kois. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Feiert ihr das auch? Oder sagt ihr, nee, ist mir scheißegal? Man muss ja sagen, das letzte richtige Grundgewässer ist ja mit dem Bernsteinsee erschienen. Bernsteinsee. Da kann man nur noch hier Yama, Tunguska, Archipel und ja, noch mehr. Wird also Zeit für ein Grundgewässer und ich freue mich auf einen Rot Pot. Deswegen spare ich gerade was Silber an. Ich weiß ja nicht, was die Scheiße kosten wird. Ja. In diesem Sinne, Petri Dank, wir sehen uns, haut rein und tschüss.